Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Judith Jelena. Wir werden heute gemeinsam einen Eulen-Makramee-Schlüsselanhänger knüpfen. Makramee-Eulen sind auf jeden Fall nichts Neues. Da gab es in den 70er Jahren schon mal einen sehr, sehr großen Hype. Allerdings finde ich, dass die teilweise so ein bisschen gruselig und düster aussahen. Und deswegen habe ich für euch heute eine neue Variante in Form eines Schlüsselanhängers. Ich persönlich finde, dass die Eule nicht für absolute Anfänger geeignet ist. Falls du also noch absoluter Anfänger sein solltest, dann empfehle ich dir vorab, hier mal mein Anfänger-Basic-Video anzusehen, über die Knoten ein bisschen, und dann kriegst du das auf jeden Fall auch hin. Falls du meine Variante nachknüpfst, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mich auf den anderen Portalen wie Facebook, Instagram und Co. verlinkst. Und ansonsten freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben für das Video, wenn du meinen Kanal abonnierst, und dort findest du dann auch noch viele weitere Makramee-Ideen. Jetzt geht's los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Knüpfen. Ich habe mir den Schlüsselanhänger hier jetzt erstmal mit Kreppband auf meiner Arbeitsfläche befestigt, damit er gleich nicht so rumrutscht. Und dann starten wir mit dem Buchtknoten. Ich nehme jetzt hier einen der 2 Meter langen Stränge, lege mir den in der Mitte zusammen und dann komme ich von oben hier durch meinen Schlüsselanhänger und gehe dann mit diesen offenen Enden durch die Schlaufe durch und ziehe mir das fest. Das wiederhole ich, bis ich insgesamt 4 Stränge mit dem Buchtknoten befestigt habe. Wir starten mit dem Muster und dafür lege ich mir erstmal die 2 jeweils äußeren Stränge auf die Seite. Die brauche ich jetzt vorerst nicht. Und dann nehme ich mir die linken 3 Stränge und mache mit diesen einen Kreuzknoten. Normalerweise ist das ja so, dass immer 2 Stränge in der Mitte sich befinden bei einem Kreuzknoten. Wir machen das jetzt mit nur einem Strang. Also ich lege mir hier mit dem linken Strang so eine Art L über den mittleren Strang, komme dann mit dem äußeren rechten über das L drüber und dann hier hinten raus bei diesem L wieder. Das ziehe ich mir durch und das ziehe ich fest. Und um den zu vervollständigen, machen wir dasselbe nochmal spiegelverkehrt. Heißt, ich lege jetzt ein spiegelverkehrtes L mit dem rechten Strang über meinen mittleren, komme dann mit dem linken über das L drüber und komme dann nach hinten und hier neben dem L wieder raus. Und das ziehe ich ebenfalls fest. Das ist jetzt mein erster geschummelter Kreuzknoten sozusagen. Und den wiederhole ich jetzt nochmal hier auf der anderen Seite, auf der rechten Seite. Ich mache mir wieder mein L, komme mit dem anderen hier über das L drüber und hier hinten bei der Lücke wieder raus. Ziehe mir das durch und fest nach oben. Und das gleiche, um den zu vervollständigen, nochmal spiegelverkehrt. Heißt jetzt das spiegelverkehrte L über das L drüber und hier hinten wieder raus. Das ziehe ich mir wieder fest und das ist dann mein 2. geschummelter Kreuzknoten. Und jetzt lege ich mir wieder diese 2 äußeren hier weg. Und jetzt machen wir noch einen richtigen Kreuzknoten, heißt, da sind dann 2 Stränge in der Mitte. Ich nehme mir wieder den linken, mache eine Art L darüber, komme mit meinem rechten über das L drüber und hier hinten bei dem L dann wieder raus. Und das ziehe ich mir nach oben. Um den zu vervollständigen, das ganze Spiel noch einmal spiegelverkehrt. Ein spiegelverkehrtes L über die beiden mittleren, mit dem linken über das L drüber und dann hier hinten bei dieser Lücke komme ich wieder raus. Und das ziehe ich mir ebenfalls wieder fest. Dann geht es weiter mit dem Rippenknoten. Und zwar teile ich mir jetzt hier die Arbeit in der Mitte auf, also dass auf jeder Seite 4 Stränge liegen. Dann nehme ich hier den ganz linken Strang und lege den in so einem 45-Grad-Winkel über die anderen 3 Stränge und um diesen, das ist jetzt hier mein Führungsfaden, um diesen wird jetzt geknotet. Den halte ich einfach nur fest. Der wird, wie gesagt, ist wirklich nur der Führungsfaden, um mit dem selbst wird nicht geknotet, sondern es wird nur um ihn herum geknotet. Also da einmal darauf aufpassen, dass ihr den dann nicht verwechselt. So, dann nehme ich den Faden daneben und komme dann von unten
über diesen Führungsfaden hier drüber und dann hier bei dieser Schlaufe wieder raus. Und den Führungsfaden halte ich, wie gesagt, nur fest, das ist der hier, und dann ziehe ich den da nach oben. Und auch hier ist es wieder so, dass man den, um ihn zu vervollständigen, noch ein zweites Mal machen muss. Also heißt, das ist weiterhin mein Führungsfaden und mit dem komme ich jetzt nochmal über den Führungsfaden drüber, hier hinten bei dieser Schlinge wieder raus. Und das ziehe ich mir nochmal nach oben und das ist jetzt mein erster Rippenknoten. Ich zeige es noch einmal. Das bleibt weiterhin mein Führungsfaden. Dann nehme ich den nächsten Faden daneben, komme wieder von unten über meinen Führungsfaden drüber und hier bei dieser Lücke dann wieder raus. Den Führungsfaden halte ich einfach nur fest und den schlinge ich mir jetzt hier nach oben. Und um ihn zu vervollständigen, mache ich das noch einmal. Und dann haben wir hier noch einen letzten übrig. Mit dem machen wir dasselbe Spiel nochmal, bevor es dann gleich spiegelverkehrt rüber auf die andere Seite geht. So, dieses Mal nehme ich den rechten Faden und lege ihn mir hier über diese Fäden wieder in einen 45-Grad-Winkel. Diesmal nehme ich aber noch einen mehr dazu. Also heißt, es sind jetzt hier vier, mit denen wir um den Führungsfaden knoten werden. Ich zeige jetzt noch einmal, wie es spiegelverkehrt funktioniert. Also das ist, wie gesagt, wieder mein Führungsfaden. Den halte ich einfach nur fest. Dann nehme ich den nächsten Faden daneben, komme von unten nach oben hier drüber und hier bei dieser Lücke wieder raus. Also es ist wirklich genau dasselbe, nur spiegelverkehrt und den schlinge ich mir wieder nach oben. Um ihn zu vervollständigen, mache ich das wieder ein zweites Mal. Mein Führungsfaden bleibt hier. Ich komme wieder über meinen Führungsfaden drüber und hier bei der Schlinge wieder raus. Und das machen wir jetzt noch über die nächsten drei hier. Drüber, bei der Lücke raus, festziehen und nochmal, um ihn zu vervollständigen. Und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Ich lasse jetzt wieder die äußeren zwei weg und dann fädel ich in die zweiten hier die Perlen ein. Also ich habe jetzt hier so Holzperlen und die dienen dann später als Augen. Dann behalten wir diesen Führungsfaden, den wir hier vorhin hatten und knüpfen hier noch bis unters Auge weiter. Also heißt, ich nehme jetzt hier wieder den daneben und mache noch einen Rippenknoten. Und dann, ups, da wackelt es gleich, noch einen zweiten hier daneben. Dann teilen wir die Fäden wieder in der Mitte auf, also dass auf jeder Seite vier Stück liegen. Dann nehmen wir jetzt diesen hier als Führungsfaden und knoten nach hier drüben. Den äußeren lassen wir wie hier gerade auch aus. So, jetzt haben wir die Augen schon mal eingearbeitet. Meine Perlen sind jetzt ein bisschen sehr groß, vielleicht habt ihr ein bisschen kleinere. Aber ich zeige euch mal, wie das dann später fertig aussieht. Also das ist schon okay auf jeden Fall. Wir teilen unsere Stränge wieder in der Mitte auf. Und diesmal knoten wir jetzt einmal den hier in die Mitte und einmal den hier in die Mitte. Also ich lege mit denen hier rum. Das muss gar nicht so ganz, ganz eng sein, weil hier kommt später noch was dran geknüpft. Dann knote ich jetzt hier diese zwei mittleren mit einem ganz normalen Knoten zusammen und den ziehe ich mir hier so auf die linke Seite, sodass hier noch ein bisschen Platz ist. Und dann komme ich jetzt hier mit meinem nächsten Strang, das ist ein 1,80 Meter langer Strang, wieder mit dem Buchtknoten, aber diesmal mit dem umgekehrten Buchtknoten und zwar nicht von oben nach hinten durch, sondern von unten nach hinten durch und hier wieder raus. Und dann komme ich hier durch die Schlaufe und ziehe mir das fest. Jetzt ziehe ich mit denen nochmal nach, der ist ein bisschen aufgegangen. So. Und wenn wir dann gleich weiter geknotet haben, dann sieht das einfach aus wie ein Rippenknoten und fällt dann kaum mehr auf.
Um den zu befestigen, machen wir jetzt hier einen Kreuzknoten, und zwar einen normalen, heißt zwei Stränge in der Mitte. Noch mal ein bisschen enger ziehen hier. So, genau. Und dann legen wir wieder unser L hier auf der linken Seite drüber und vervollständigen unseren Kreuzknoten. Dann teilen wir uns die Fäden wieder auf. Diesmal sind jetzt auf jeder Seite 5 Stränge, da wir ja gerade noch mal was dazugefügt haben. Und dann machen wir jetzt wieder Rippenknoten, und zwar von außen nach innen. Auf der linken Seite, der äußere, ist wieder unser Führungsfaden. Und wir lassen aber hier ein kleines Stückchen Platz. Ich zeige mal einmal noch mal kurz hier, wie es beim Fertigen aussieht. Also hier einfach so ein Stückchen Platz lassen, dass sich hier dann bei dem Kreuzknoten wieder rauskommt. Dann machen wir dasselbe jetzt hier auf der anderen Seite, aber diesmal dann über alle Stränge. Ich lege den nochmal dahin, dann kann man das immer ganz gut erkennen. Also heißt, wir knoten jetzt einmal diese Linie nach hier unten. Auch hier lassen wir jetzt wieder so denselben Abstand wie auf der linken Seite, damit das dann alles ungefähr gleichmäßig auch wird. Ich habe da, ja, ich glaube, das ist so 0,7 cm oder sowas habe ich freigelassen. Dann teilen wir das wieder in der Mitte auf, sodass auf jeder Seite sich 5 befinden, und dann knoten wir mit diesem Führungsfaden wieder von innen nach außen. Jetzt kommt ein Kreuzknoten mit den mittleren 4 Strängen, und dann kommen 2 Kreuzknoten, also jeweils mit diesen 4 Strängen und mit diesen 4 Strängen. Und nochmal einer mit den mittleren 4. Dann teilen wir das wieder in der Mitte auf und behalten uns diese Führungsfäden von zuvor bei. Und zwar knüpfe ich mit dem jetzt hier wieder bis in die Mitte. Also ich lege mir das wieder in einem 45-Grad-Winkel über diese 4 Stränge und knüpfe um meinen Führungsfaden. Dasselbe wiederhole ich dann wieder spiegelverkehrt auf der anderen Seite. Jetzt kommen meine 1,20 cm langen Stränge zum Einsatz. Und diesmal mache ich die aber nicht in der Mitte zusammen, sondern ich mache das hier ungefähr so nach, ja, ich würde sagen 25 cm. Und dann schaue ich, dass der kurze Faden innen liegt, und komme dann von hinten hier durch diesen Abstand, also der hier, durch und mache wieder einen umgekehrten Buchtknoten, auch Ankerknoten genannt. Das ist jetzt hier natürlich ein bisschen friemelig, aber man bekommt es auf jeden Fall hin. Hier wieder durch die Schlaufe durch. Und wie gesagt, ganz wichtig, darauf achten, dass der kurze hier innen liegt. Das ziehen wir uns schön fest, dann sieht das einfach aus, als wäre das noch der Rippenknoten, das fällt dann gar nicht mehr auf. Und dann machen wir jetzt diesen Part hier. Dafür nehme ich den jetzt hier wieder als Führungsfaden und mache das erst wie beim Rippenknoten. Also heißt, ich komme über meinen Führungsfaden drüber und dann hier bei der Lücke wieder raus. Und dann mache ich das Ganze nochmal andersrum. Also heißt, ich komme jetzt unter meinen Führungsfaden und komme dann hier bei dieser Lücke raus. Also es ist wirklich einfach nur genau andersrum. Anstatt von oben kommen wir jetzt von unten, und das ziehen wir uns fest. Und das wiederholen wir jetzt einfach 9 Mal insgesamt. Also heißt, ich mache es wieder ganz normal. Das ist mein Führungsfaden. Ich komme über meinen Führungsfaden drüber bei dieser Lücke hier raus, ziehe mir das fest und dann nochmal andersrum. Diesmal unter meinen Führungsfaden. Ups. Und dann hier bei dieser Lücke wieder draus. Also von unter dem Führungsfaden drüber bei der Lücke raus. Also wirklich genau andersrum. Und
Und das wiederholen wir jetzt natürlich wieder spiegelverkehrt auf der anderen Seite. Auch hier schaue ich wieder, dass der kürzere Part des Seils innen liegt. Dann komme ich wieder hier bei diesem Abstand durch, von hinten nach vorne und befestige das Ganze mit einem Buchtknoten. So sieht das dann aus. Wie gesagt, der kurze Part liegt wieder hier und den verwenden wir auch als Führungsfaden. Also heißt, ich halte den mir fest und komme dann wie gewohnt erstmal über meinen Führungsfaden drüber und nach unten und hier bei der Lücke wieder raus. Ziehe das nach oben und jetzt mache ich dasselbe nochmal andersrum. Ich komme diesmal unter meinen Führungsfaden nach oben und dann hier bei der Lücke wieder raus. Also es ist wirklich einfach wieder nur einmal andersrum gemacht. Ich zeige es nochmal. Das ist der Führungsfaden. Dann gehe ich mit meinem Schlingfaden sozusagen über den Führungsfaden drüber, komme hier bei der Lücke wieder raus, ziehe das fest und das mache ich noch einmal andersrum. Heißt unter meinen Führungsfaden und dann hier oben bei dieser Lücke wieder raus. So, anschließend verbinden wir dann das Ganze hier unten. Ich zeige es auch nochmal bei der fertigen. Ich finde, man kann sich immer ein bisschen besser vorstellen, wenn man es fertig sieht. Mit dem Wickelknoten, auch Abbindeknoten genannt. Dafür habe ich mir jetzt hier so ein 60 cm langes Stück abgeschnitten. Das lege ich mir hier so drüber und mache so eine Schlaufe. Ich zeige es mal einmal auf meiner Hand, damit man es erkennt. Also hier ist das kurze Stück, dann lege ich eine Schlaufe und das lege ich mir hier über meine ganzen Stränge und dann wickle ich mit dem langen Strang hier drumherum über alle Stränge und auch diese Schlaufe, die ich gerade gebildet habe. Das kann man ruhig ein bisschen enger machen hier und wickelt das ein paar Mal rum. Also insgesamt würde ich sagen so viermal. So, und dann habe ich jetzt hier meine Schlaufe und jetzt gehe ich mit diesem langen Faden, mit dem ich gerade gewickelt habe, durch meine Schlaufe durch. Und dann ziehe ich hier an diesen kurzen Faden und damit schließt sich diese Schlaufe. Dann ziehe ich hier unten das nochmal schön ran und dann kann ich die Schlaufe einfach unter das Gewickelte ziehen und die restlichen Fäden hier dann einfach abschneiden. Und dann kann ich jetzt auch schon hier schauen, wie lange ich den Schwanz meiner Eule haben möchte. Also ich lasse den jetzt mal hier ein bisschen länger als bei der, weil ich glaube, das finde ich eigentlich ganz süß, wenn die so ein bisschen längeren Schwanz hat. Ich mache jetzt mal so. Und diese Restfäden, die wir jetzt haben, die können wir jetzt wunderbar als Resteverwertung sozusagen für diese Augen nehmen. Also wir machen jetzt noch dieses typische Puschige für die Augen der Eule. Dafür mache ich jetzt mal das Kreppband ab. Und auch hier gehe ich jetzt durch diese Stränge, die wir hier neben den Augen haben, mit dem Ankerknoten durch. Diesmal aber von vorne nach hinten. Das ist natürlich ein bisschen fuzelig, aber es ist auf jeden Fall machbar. Und komme dann hier durch diese Schlaufe wieder durch. Und das ziehe ich fest. Und das wiederhole ich jetzt, dass ich insgesamt 3 Stück, also so wie hier, dann auf jeder Seite habe. Achte darauf, diese Ankerknoten bzw. Buchtknoten, ich weiß, ich sage jedes Mal was anderes, aber es gibt so viele Namen für diese Knoten, wirklich festzuziehen. Und dann könnt ihr die auch schon abschneiden. Also ich mache jetzt mal noch so ein bisschen länger. Dann wird das nämlich gleich ausgekämmt und wenn das dann gekämmt ist, dann schneiden wir das nochmal richtig schön in Form. Kleiner Tipp, ich verwende dafür immer so eine sehr stabile, kleine Hundebürste bzw. Hundekamm. Damit geht es meiner Meinung nach am allerbesten. So, und jetzt können wir das Ganze hier noch schön in Form schneiden. Und zum Abschluss noch ein kleiner Tipp. Ich sprühe dann hier diese Sachen immer nochmal mit Haarlack, also mit Haarspray ein. Damit hält das dann wirklich genauso, wie es sein soll. Ich hoffe, der kleine Eulenanhänger gefällt dir genauso gut wie mir. Wenn das der Fall ist, dann lass dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns schon beim nächsten Video wieder.